Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge ETS 2. Ja, mal ETS 2. Ich wollte mal schon lange eigentlich ETS 2 rausbringen, aber naja. Die eine Aufnahme, die ich da noch hatte, war zwar okay. Hatte allerdings noch keine Sprachaufnahme gehabt. Also nehme ich das jetzt nochmal komplett neu auf. Also wie ihr seht, wir fahren ein Iveco. Ja, ich weiß, dieser LKW fällt schnell um. Aber gut. Wir holen jetzt unsere Fracht ab. Wir fahren von Hamburg, nicht von Hamburg, von Dortmund nach Hamburg. Ja, ich weiß, dass ich Verstellbremse drin hatte. Und auch hier, wie in Omsi auch, schalte ich von Hand. Ich hätte auch Automatik nehmen können, aber darauf hatte ich jetzt nicht so wirklich Lust drauf. Ich schalte dann doch lieber selber. Und ja, ich werde dann wohl auch bald nochmal ATS nochmal machen müssen. Da ein neuer LKW herausgekommen ist und den möchte ich dann auch schon mal gerne zeigen oder fahren. Das aber eher zum späteren Zeitpunkt, denn vorher wollte ich noch was anderes aufnehmen. Was ich ja unbedingt gewünscht wurde, dass ich das nochmal machen sollte. Und das werde ich dann nächste Woche in Angriff nehmen. Dass ich das mal aufnehme. Beziehungsweise ich mache es schon diese Woche. Am Wochenende vielleicht nochmal. So, was wir abholen ist ein formschöner Bagger. Von Dortmund nach Hamburg. Da bin ich aber gespannt auf diese Strecke. Und vor allem, wo steht der Bagger? Das müsste dann wohl hinten stehen. Ach, da steht er ja. Ah ja, super. Steht er ja genau perfekt da. Ich glaube, da werde ich wohl ein bisschen zurückrangieren müssen mit dem Bagger. Hier ist es rangieren, auch wenn es ist leichter als mit dem ATS. Ups. Leicht ange. Nein, ich sage jetzt nicht das andere Wort, sondern leicht angeditscht. Oder geht das auch so? Ich hoffe, es ist auch so geht. Kommen wir gerade so eben rum. Oh. Ich habe schon aus Versehen auf den Umschaltknopf gedrückt, bevor ich überhaupt eigentlich richtig auf Touren gekommen bin. Das Getriebe klang jetzt gerade nicht so angenehm.
Und ja, ich weiß, der Iveco hat nicht gerade viel Power unterm Hintern, aber ich fahre gerade ein Profil, was jetzt nicht mein Hauptprofil ist, sondern eigentlich eher ein Profil sein sollte für kleine Testsachen. Ich hätte jetzt auch die TSM-Map jetzt gerne gehabt, aber leider funktioniert sie bei mir aus was für Gründen auch nicht. Ich meine, aus was für Gründen auch nicht. Weil ich hatte nach kurzer Zeit immer eine Textur-Ladefehler. Da wurde dann auf einmal meine Textur nicht laden oder stürzt einfach kurz vor Hamburg ab. Wahrscheinlich habe ich noch nicht die neue Map. Achso, da könnten wir auch gleich mal eben hier schlafen gehen noch. Also vergessen wir vorher ins Motel zu gehen. Oder zu fahren. Sprit habe ich auch genug. Der Tank ist auch recht voll. Hoffe ich zumindest. Ansonsten tanken wir nochmal unterwegs ein bisschen. Aber jetzt erstmal eine Runde schlafen. Gute Nacht. Also. Profi wieder am Werk. Aber jetzt. Ein paar Stunden später. Nein, das war's nicht. Nein. Ah. Das habe ich gesucht. Ja, Gott, ich weiß. Also suche ich was anderes, aber okay. Das eigentliche Licht, das er gesucht. Und ich freue mich schon auf einen komplett neuen LKW, der jetzt auch in der neuen Version kommen sollte. Ein Renault. Neuesten Renault, das müsste Renault T sein. Den gibt es schon als Mod, den habe ich auch schon hier mit eingefügt. Auch in diesem Profil. Aber das Profil ist noch nicht weit genug, um diesen fahren zu können. Oh Gott. Ich sehe jetzt schon kommen, dass wir einige Folgen hier dran sitzen werden. Komm, zieh, Iveco. Ich weiß, ich habe auch nicht den stärksten Motor noch nicht drin. Das dauert noch ein bisschen, bis ich den drin habe. Ja, vielleicht fahre ich beim nächsten Mal dann auch mal mit einem anderen Profil. Da geht's ein bisschen schneller. Müsste auch dann die neueste Version von der TSM-Map wahrscheinlich nochmal downloaden. Also noch Zukunftsmusik. Erstmal noch diese Aufnahme. Oder später. Mal sehen. Wir haben ja alle die Zeit der Welt. Auch wenn einige sehr ungeduldig sind. Vor allem was das Thema LOXSIM 3D angeht.
wo ich doch ausdrücklich gesagt habe, ich lade Logsim 3D nur dann hoch, wenn ich Lust dazu habe und auch die Zeit dazu. Und da habe ich noch nicht, also zumindest diese Woche habe ich noch nicht die Zeit dafür, Logsim 3D aufzunehmen. Beziehungsweise erst am Wochenende. Aber ansonsten habe ich doch, ich sage es immer wieder, ich lade Logsim 3D nur dann hoch. Was habe ich jetzt kaputt gemacht? Ich lade nur Logsim 3D nur. Oh, ja, nochmal nur eins. Ich lade. Muss ich jetzt schon wieder. Oh. Also, da fahre ich noch auf dieser Fahrbahn noch drauf, bevor ich. Ich lade Logsim 3D nur dann hoch, wenn ich Lust dazu habe und ich auch die Zeit habe. Also Leute, drängt nicht Logsim 3D nach also drängt nicht und fragt nicht ständig danach. Es ist nicht in Versunkenheit gegangen. So ist es nicht. Ich muss nur halt eben einfach die Zeit dazu haben und halt auch die Lust. Denn ohne Lust mache ich nicht die Videos davon. Zudem ist auch eine neue Map rausgekommen, die ich unbedingt fahren möchte, aber die muss ich mir selber erst ansehen und auch abgefahren sein, um. Jetzt fahr schnell rüber. So. Muss auch einmal abgefahren sein, um zu wissen, wo ich auf dieser Map achten muss. Auf besondere Stellen gehe, wo ich vielleicht vorsichtig fahren muss. Achso, ich habe mir das noch mit Maussteuern auf diesem Profil eingestellt. Achso. Okay, dann. Da wir schon wieder rüber wechseln. Habe ich denn? So. Das war. Ah, okay. Das war. Der Tempomat. Ich will ja bei dieser Map ja auch nicht unbedingt gleich failen bei der Aufnahme. Das muss ja auch nicht sein. Vor allem nicht so hardcore failen. Das reicht, wenn ich es bei anderen Videos tue.